So, und auch schon direkt zurück. Nächsten Teil. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. So, dann können wir hier rein. Und dann sind wir auch endlich in unserem Büro. Oh, der Typ mit den 100 Dollar. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, genau. Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahr 100 Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn? Denn er glaubt an dich. Und da oben von seiner Wolke aus sagt er dir, Geld ist unbedeutend, Jeffrey. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Liebe. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rück dir 100 Dollar raus, bevor ich sauer werde. Ho, ho, ho. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Genau, und dann spielen wir. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Garrett hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier eigentlich nur die Möglichkeit, einmal unsere Jacke abzulegen. So, genau. Dann uns mal an den Schreibtisch zu setzen. Eine komische Bewegung. Pleasure. Penis ein. Gain up to 5 inches of sheer pleasure. Okay. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das anhängende Update, um Ihr System zu schützen. Ihre Freunde bei Quantic Dream Software. Tyler, es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Ach so, das sagt sie. Tyler, es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Das war dumm von mir. Ich habe so große Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Da vergesse ich manchmal, wie wichtig dir deine Arbeit ist. Ich hoffe, dass wir mir eines Tages gelingen wird, dich zu überzeugen, dein Leben zu ändern. Ich liebe dich, Sam. Oh. Frin, frin. Wie romantisch. So, und jetzt möchte ich auch noch ein Wässerchen. Dann geht's ihm nämlich noch besser, als es ihm ohnehin schon geht. Genau. Das unsichtbare Wasser. Ja. Oh, doch noch 5%. Ich hätte gedacht, er ist total glücklich. Dann, hoppla. Können wir hier raus? Und können jetzt hinten zu unserer Kollegin. Und? Womit willst du anfangen? Kaffeetasse. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Ha. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Okay. Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus.
Och, nee. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Ah. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Geharnel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Na da wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Ja, das war mal wieder mein Handy. Oh, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. So, Freunde, und jetzt kommt... Noch nicht. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Hä? Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Was ist das denn? Freunde, da stimmt jetzt aber was nicht. Ich hätte doch jetzt... Moment. Lukas Wohnung, der Park, Polizeiwache. Ach so, ich spiele jetzt immer nur das Kapitel durch. Ja, okay. Dann will ich euch das jetzt hier zeigen. Mit neuem Login. Mit aktuellem Login, aktueller Speicherstand geht verloren. Ja, dann machen wir es so rum. Genau. Wir hätten jetzt wählen können. Einmal zwischen den beiden und Lukas. Und ich hatte mich, wo ich es vorhin gespielt habe, für Lukas entschieden. Und jetzt folgt da gleich eine relativ... Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn. Und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen. Aber ich wusste noch nicht, wogegen. Genau. Dann können wir nämlich jetzt hier raus... Uns hier mal die Hände waschen. Er fühlt sich auch ganz gut, nämlich neutral. Uns die Hände trocknen. So, und jetzt können wir hier raus. Ja, und dann folgen gleich einige Action-Einlagen, wo ich, ja, ist wirklich schade, dass ihr... Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Ja, wie gesagt, schade, dass ihr das jetzt nicht mehr hören könnt. Wie ich mich hier eben tierisch aufgeregt habe, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin, warum ich da permanent draufgegangen bin. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasal & Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Kann ich mit ihm reden eigentlich? Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. So, jetzt werde ich das einmal so machen und dann... Hoppla. Ja, genau. Da fängt es nämlich jetzt schon wieder an. Also werde ich jetzt hier ganz schnell switchen, Tastatur und Maus. Auf die Plätze. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Wie ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört. Als ob ich Gedanken lesen könnte. Genau. Wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten, hätten wir nämlich jetzt seine Gedanken nicht gehört. Lukas Kane? Hallo, Lukas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt dir heute Abend? Ja. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Ah, schon wieder. Pass auf, die Tasse! Lukas? Stimmt was nicht?
Nein, ich dachte nur... Es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Tja. Das ist... Oh. Hahaha. Plus ein Leben. Ach nein, das ist die falsche Seite. Was haben wir da? Ah, nein, 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 nein. Das gucken wir uns nicht an. Da wird er nämlich wieder depressiv. Was? Ach so. Lukas? Alles in Ordnung? Ja, ja, alles klar. gut, dann, Achtung, die Tasse. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Nacht. So, damit laufe ich, okay. Da, wieso dreht er sich jetzt? Ah, okay, okay, okay. Jetzt habe ich das verstanden. So, die 62 sehen wir ja da auf dem kleinen, ja, Piktogramm dort oben. Wenn wir jetzt dahin laufen, dann kommt eine relativ große und lange und, wie ich finde, sehr heftige Action-Einlage, die mich eben wirklich fast alle meine Nerven gekostet haben. Ich mache jetzt den Schluss, wir sehen uns gleich.